Hallo aus dem Kino des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Wir sprechen heute über die Filmreihe Southern Lights. Die findet zum zweiten Mal bei uns im Kino und online statt und widmet sich vom 4. bis zum 9. November dem Kino des globalen Südens. Wir werden heute ein bisschen über die Filme sprechen und euch ein bisschen neugierig machen auf das Programm. Ich bin hier mit Aida Ben-Ashour, Outreach-Managerin hier am DFF, und Rabia El-Khoury, Diversity-Manager hier am DFF. Ich bin Naima Wagner und ich arbeite hier in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im vergangenen Jahr standen bei Southern Lights die Perspektiven junger Menschen im Mittelpunkt. Diesmal geht es um das Thema Mobilität, das große, komplexe Thema Mobilität. Rabia, du hast die Filme kuratiert. Warum hast du dieses Thema ausgewählt und ja, inwiefern geht es in diesen Filmen darum? Also dieses Jahr hatten alle ein ganz schwieriges Jahr. Wir waren fast alle zu Hause. Wir hatten Homeoffice. Ich konnte nicht ins Museum kommen und manchmal konnte ich mich auch nicht viel bewegen. Ich musste einfach zu Hause bleiben und alles auf Zoom machen. Und dann habe ich gedacht, das Museum ist auch geschlossen, aber wir werden ganz bald öffnen und wir möchten diese Filmreihe nochmal machen. Was können wir als Thema dieses Jahr machen? Und dann habe ich viel gedacht, ich könnte mich nicht bewegen, ich bin im Homeoffice, ich darf nicht ins Kino gehen, aber andere Leute haben andere Probleme. Viele Leute können sich einfach nicht bewegen wegen körperlichen Behinderungen. Viele Leute haben andere Probleme wie Grenzen, viele Leute haben Erfahrungen mit Flucht, sie müssen weg. Alle diese Themen hatte ich im Kopf und dann habe ich gedacht, ich werde mit meiner Kollegin Aida darüber sprechen und fragen, was sie davon hält, wenn wir einen Schwerpunkt Mobilität dieses Jahr bei Southern Lights machen werden, damit wir über viele Themen reden können, auch im Kino des globalen Südens. Und deshalb haben wir dieses Thema ausgewählt für dieses Jahr, nach so einem schwierigen Jahr, sodass wir über verschiedene Themen wie Migration, wie Flucht, wie Bewegung, körperliche Behinderungen und auch Grenzen wie im Spieldebütfilm von Regisseur Amin Neifes. Es ist ein Film aus Palästina und wir werden vieles über diese Grenzen in diesem Film reden. Und jetzt werden wir den Trailer anschauen. أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع أمه بال48. مصطفى تقلي مش مواجع لأنك أنت بتعرف كتير منيح إنه الحق عليك أنت لما كان عندك فرصة إنك تطلع هوية إسرائيلية رفضت وتنحت. بتنزل لهوني. تصبح على خير. خلص خلص. هو خلص بكفي. Hello. Hello. Are you from Germany? Yes, from Berlin. Oh. I do have a confession for you. Stop the fucking car! المنيوكي انت زلمة مش محترم شو قلنا مش محترم شو قلنا بابنك شو قلنا مش محترم ابنك بالله انا عايش هذا الخرا كل يوم انا ابني ومرتي واولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار Also insgesamt sind 11 Filme im Kino des DFF jetzt in dieser zweiten Ausgabe Southern Lights zu sehen. Du hast es schon gesagt, es wird auch Filmgespräche geben. Den ersten Gast hast du schon genannt. Auf welche Gäste dürfen wir uns denn freuen dieses Jahr? Es war schwierig für
viele Gäste oder viele RegisseurInnen, ProduzentInnen, SchauspielerInnen dieses Jahr waren alle Gespräche nur online und wir freuen uns, dass wir zwei Gäste bei uns im Kino des DFF haben werden. Erstmal freuen wir uns sehr, dass wir die Regisseurin Azra Deniz Okyay aus der Türkei haben werden. Sie ist die Regisseurin von Film Hayaletle, Ghosts. Der Film hat seine Weltpremiere in Venedig 2020 in der Critics Week. Er hat den ersten Preis gewonnen auch und ist ein Film über Istanbul. Istanbul ist eine Stadt mit so viel Bewegung, Gentrifizierung. Alle diese Themen werden wir mit der Regisseurin am Freitagabend reden. Ich freue mich auch sehr, dass wir Elian Rahab aus dem Libanon haben werden. Elian kommt um ihren Film Miguel's War, Anne of Hope, zu präsentieren. Der Film hat neulich den Teddy Award bei der Berlinale gewonnen, 21. Der Film ist jetzt überall. Ich bin sehr froh, dass wir den Film hier bei uns im Haus zeigen dürfen, zum ersten Mal in Frankfurt. Es ist ein Film, der so viel über Identität redet, nicht nur LGBTIQ+, sondern auch, wieso muss man ein neues Leben anfangen, wie kann man ein neues Leben anfangen, wie kann man eine Identität für sich haben oder finden. Und über alle diese Themen werden wir mit Elian hier im Haus sprechen. Amin Neife wird auf Zoom mit uns live sein und ich freue mich sehr, dass wir auch ein Gespräch über Palästina haben können und wir freuen uns auch, dass Amin Zeit für uns am Samstagabend haben wird. Und jetzt sehen wir den Trailer von Elian Rahebs Miguel Zuhur, Anna Fob. Wann hast du gelegt? 31. Oktober 1994. ازاي؟ هيدي النهار اللي وصلت على برشلونة. ليه سموك ميشيل؟ مين هو ميشيل؟ الأركانج بيقتل الشيطان لأن السيف. ميشيل ولا ميغيل؟ أنا لبناني. ولا لبناني. أنا لبناني. ربنا بيحبك من السقسوري. أنت وصلت على مدريد بأي سنة؟ ديستابو المبيضة. العالم فلتانك فلتانك. ليه عم تبكي؟ Neben den Filmgesprächen gibt es ja diesmal auch Diversity Talks. Das ist ein neues Format bei uns. Aida, kannst du uns mal erzählen, was es damit auf sich hat? Ja, gerne. Also die Diversity Talks, die haben wir jetzt in Anschluss an die Filme zum jeden Film, glaube ich, um 18 Uhr im Rahmen dieses Programms. Es sind Gespräche mit Vertretern aus der Stadtgesellschaft aus Frankfurt, die unterschiedlichste Themen im Rahmen dieses Programms aufgreifen. Wir haben ja Filme, die einmal Flucht thematisieren. Wir haben Themen, die die körperliche Bewegungsfreiheit thematisieren. Wir haben Generationenkonflikte und all diese Sachen beschäftigen die Menschen in der Diaspora nach wie vor. Und deswegen ist das ein neues Format, das wir quasi an die Filme angeschlossen haben. Wichtig ist natürlich auch, dass wir im Rahmen des 360-Grad-Programms
das Publikum auf eine andere Art und Weise ansprechen. Und deswegen ist auch unser Programm, glaube ich, etwas ganz Besonderes, weil wir einfach schon einfach Menschen einbinden, die in der Stadtgesellschaft was zu tun haben. Es sind aus unterschiedlichen Vereinen Leute. Es ist einmal Leigh Lime von ABBA. Es ist die Rim Mukhtar, die von Ubuntu und Afropean dabei sein wird. Es ist die Ruja Ambeka, Harpreet Sholia und es ist auch jemand von dem deutsch-iranischen Frauen- und Mädchenberatungszentrum dabei. Und das macht die Sache einfach nochmal um vieles interessanter. Unsere Kollegin Helen wird ein Gespräch führen über den Film, den wir am Sonntag zeigen, vormittags um 12. Und zwar ist das ein Film aus dem Sudan. Das ist Al-Sid. Und jetzt zeigen wir auch den Trailer. حبيبي تعال تعني تلم مدام الريت اختلط بالدم بعدين لما عريس نفيسة فستانة حيكون معمول من أحسن نوع قماش سلم سلم يا نفيسة شي شيلتك مع السيد الليلة والليلة مدام الريض اختلط بالدم انا ذنبي ايه شيلوني الهم يا حبيبي جي زول تقدم لي نفيسة Neben dem Filmprogramm gibt es noch zwei Begleitveranstaltungen in Kooperation mit dem Entwicklungspolitischen Netzwerk Hessen. Worum wird es da gehen? Ja, das ist ganz spannend. Also ich habe mich total gefreut, dass wir diese Kooperation zustande bekommen haben. Wir hatten das auch letztes Jahr schon leise angesprochen und geplant und dieses Jahr hat es tatsächlich geklappt. Wir haben ein Seminar zum Thema Migration und Mobilität. Das findet im AMCA statt. Und wird durchgeführt von Cae Semere. Und ich freue mich sehr, dass er das macht. Und im Anschluss an unseren letzten Film, Tantas Almas, Valley of Souls, haben wir ein Gespräch am 9. November, das dann ein Vortrag sein wird zum Thema bindende, vertriebene, indigene und afro-kolumbianische Menschen in Kolumbien, die sozusagen... Der Vortrag wird durchgeführt von der Julie Cassiani und wir freuen uns auch sehr, dass sie mit dabei sein wird. Dann schauen wir jetzt auch dazu den Trailer. Dionisio! Rafael! Yo! Se lo llevaron. Deje de escarbar. Mire que ya están los paras. Y a usted también lo pueden matar. Tengo ojos que no me vean. Si traen manos que no me toquen. Si traen armas que no me hagan daño. Líbrame de males y de Satanás. Seit einigen Monaten erweitert ja ein Streaming-Programm unser Kinoprogramm, DFF Kino Plus. Und dort sind begleitend zur Filmreihe auch zwei weitere Filme zu sehen. Könnt ihr uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, also wir freuen uns, nicht nur Filme im Kino zu zeigen. Also wir möchten auf jeden Fall unser Kino unterstützen. Das ist sehr wichtig und wir sind froh, dass wir
11 Filme im Kino zeigen dürfen. Aber wir haben noch zwei andere Filme, die online spielen werden. Wir haben, also wenn man über Mobilität spricht, gibt es so viele Themen, die man damit beschäftigen kann. Wir zeigen den Film hier im Kino Midnight Traveler, aber online zeigen wir auch einen Film aus dem Senegal, ein bisschen älter. Es ist La Pirogue von Moussa Touré. Und hier gibt es auch eine große Geschichte über Migration, was man erreichen kann, wenn man weggehen muss. Wie kann man das erreichen? Wie kann das stattfinden? Welche Bedingungen und alle diese Sachen? Neben La Pirogue zeigen wir auch den Film Tramontane, Rabia von libanesischen Regisseur Fatcheh Boulroujian. Und hier geht es um Mobilität, um Identität. Mit diesem Film, mit Tramontane, Rabia, werden wir auch ein Gespräch mit dem Schauspieler Barakat Chabour haben. Das Gespräch wird auf DFF Plus laufen als Begleitprogramm. Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit einem Schauspieler, der auch blind in real life ist, der hat auch die Rolle von einem blinder Person, also Musiker im Film gespielt. Aida und ich und auch mit dem ganzen Haus beschäftigen wir uns mit Themen wie Diversität, aber auch Inklusion. Wie können wir mehr inklusiv sein? Und hier haben wir ein tolles Beispiel mit einem neuen Schauspieler, der so eine große Rolle mit diesem Film hat. Der Film hat auch seine Premiere im Cannes Film Festival. Was es für eine jüngere Person wie Barakat Chabour bedeutet, wie hat er diesen Film gemacht, die Kooperation mit dem Regisseur, mit dem Team, über alle diese Fragen freue ich mich, dass ich mit Barakat Chabour reden werde. Das bedeutet natürlich, dass wir Filme nicht nur in Frankfurt zeigen werden, sondern auch bundesweit. Und die Filme werden 4 Wochen spielen. Das heißt, wenn ihr uns im Kino vermisst, könnt ihr auch Filme online sehen. Rabia Malik. مظبوط الاسم هيك؟ نعم. انت ليش بدك الباسبور؟ انا بدي اعمل باسبور لانه بدي اسافر انا والجوقه على اوروبا. جوقه؟ انت بتغني؟ نعم. هي الهويه منها قانونيه. ما فيك تروح لمحل. لما جيبوك لعندي كان عمرك 3 شهور. بس هذا ما بغير شيء. بعدني امك، بعدك ابني. بعدني بحبك، انا اللي ربيتك. أنا حالي شو حتعملي؟ بدك تجيبي لي وثيقة ولادة ربيع حتى سجله. ضاعت بالحرب، نقلنا كثير بيوت، وهي من بين كثير اشياء ضيعناها. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. شو؟ ابن أختك؟ إيه ابن أختي، سلمني أنا بعرفه من هو صغير. كيف لقيتني؟ وين؟ أنت خلصت لي حياتي؟ أو عفيت عني وما قتلتني؟ ما عندي شي خبي. يلا وين هول الشباب؟ إيه؟ بس خيلك تنظلمي إيدي. ما بعرف ليش كذب ولا كان رأيك هونيك. ليه مهتمين بهالقصة بعد كل هالوقت؟ احنا عرسين سوا. ما عم بلاقي اسمي بأي محل. لازم أعرف أنا من وين. شكرا. Ja, und wenn man uns vermisst, kann man auch einfach mal an unserem Haus vorbeischlendern. Wenn man das am 4. oder 5. November tut, dann wird man eine ganz besonders schön beleuchtete Fassade vorfinden. Das hat was mit Diwali zu tun. Was ist Diwali und was hat das mit uns zu tun? Naja, wir haben viel mit Licht zu tun. Ja? Und Kino geht ohne Licht nicht. Und Diwali ist das indische Lichterfest. Und interessanterweise haben wir in diesem Jahr im Southern Lights Film Festival auch gleich 2 indische Filme am 5. November. Darüber freuen wir uns sehr. In einem Film, nach einem Film werden wir ein Diversity-Gespräch mit Rucha Ambeka haben und mit Naima.
dir. Mit mir. Und ich freue mich total. Ich glaube, das wird ein super spannendes Gespräch. Und im Anschluss gibt es dann aber auch noch mal einen anderen indischen Film. Jawohl, das wird also ein ganz spannender Abend. Aji Shafiqa po Tanveer ke waste. Main hukm khuda de khuda ke rasool ka naal in guwan ki guwai ke naal main Laila Asim Sardar ki ladki Waseem ki Amshira ko nikah waste Shafiqa po Tanveer ke main ijazat deti tam nikah kar. Tamne qubool kiya ji. Qubool hai ji. Hukm khuda de khuda ke rasool ka ke naal. Hukm khuda de khuda ke rasool ke naal bhi qubool. Aur isse hi la mazkoor ka ke naal tamne qubool kiya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحاب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قبول ہے قبول ہے قبول ہے. Dann schauen wir jetzt noch in den Teaser von Fire in the Mountains. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr auf die Filmreihe und ich hoffe, dass wir hier mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern die Filme im Kino genießen werden. Also ob online oder im Kino. Wir freuen uns auf euch und ja, wir sehen uns im Kino. Kommt vorbei.